Herzlich willkommen. Wir besprechen heute, wie wir praktisch unsere Babys und Kleinkinder vor Krankheiten, Virusinfekten und Erkältungen im Winter schützen können. Falls wir uns nicht bereits kennen, ich bin Dr. Susanna Kemper, Kinderärztin mit ganzheitlichem Ansatz und ich zeige euch hier und in den Mami-Heilt-Kursen, wie ihr die Krankheiten eurer Kinder eigenständig beurteilen könnt, um sie dann möglichst natürlich zu heilen, ohne unnötige Medikamente und ohne unnötige Arztbesuche. Es geht also los. Diese Frage kommt häufig vor allem von Eltern, die ihr Baby dann mitten im Winter bekommen, so im Dezember, Januar, frühen Februar. Da hat man wieder das Gefühl, das ist ungeschützte kleine Wesen. Darf ich überhaupt raus damit? Wie mache ich denn das? Wie schütze ich mein ganz kleines Baby und auch später dann mein Säugling und Kleinkind vor Erkältungen und vor Viruserkrankungen, vor Krankheiten? Ich fange vielleicht zuerst an mit den guten Nachrichten. Es gibt nämlich genug davon. Jedes Kind, also jedes Baby, was termingeboren ist, termingeboren heißt jedes Baby, was ab der abgeschlossenen 37. Schwangerschaftswoche, sprich, da steht bei Ihnen im Gesundheitsheftli, steht dann 37 plus 0 oder mehr Schwangerschaftswochen, also 37 Schwangerschaftswochen plus 3 gilt als termingeboren und ein Kind, was mit 36 Schwangerschaftswochen oder 35 Schwangerschaftswochen geboren wird, wird noch als frühgeboren betrachtet. Also alle termingeborenen Kinder kommen im Prinzip auf die Welt mit einem eigentlich sehr, sehr wichtigen und guten, großen Nestschutz. Das bedeutet, dass im Prinzip vor allem ab Mitte der Schwangerschaft bis zum Ende der Schwangerschaft über die Plazenta, sprich über die Nabelschnur, dem Kind ganz viele mütterliche Antikörper gegeben, geliehen werden und die bleiben dann im Blutkreislauf des Kindes für einige Monate am Zirkulieren. Diese Antikörper sind spezifisch, sprich ich als Mutter bin mal krank gewesen in der Vergangenheit oder habe mich mal impfen lassen in der Vergangenheit und diese Antikörper gehen dann im Prinzip über die Plazenta in mein Kind über und es wird diese Antikörper auch bereits haben, wenn es auf die Welt kommt. Das ist der sogenannte Nestschutz. Wichtig ist zu verstehen, dass die Antikörper geliehen sind. Die sind sozusagen nicht in Eigenproduktion entstanden und dementsprechend gehen sie irgendwann einfach kaputt. Also sie werden dann irgendwann wieder aufgenommen vom Körper und es werden keine neuen mehr nachproduziert für diese spezifischen Krankheiten, die die Mutter mal gehabt hat vor, sagen wir mal, 20 Jahren oder 10 Jahren. Dementsprechend halten sie nicht für ewig. Also man kann davon ausgehen, dass der Nestschutz der wichtigste Immunschutz fürs Kind für die Anfangsphase gut 3 Monate anhält und danach langsam im Prinzip abnimmt, ob sie nun das Kind stillen oder nicht. Da komme ich jetzt noch gleich noch dazu. Zweites Thema. Wenn wir unser Baby dann stillen, geben wir ihm zusätzlich zu diesen plazentaren Antikörpern, den geliehenen Antikörpern, dem Nestschutz, noch andere unspezifische, also das heißt, die sind nicht so genau auf eine gewisse Krankheit produziert worden, aber sie helfen generell zur allgemeinen Immunabwehr nach außen und die sind also dementsprechend sehr, sehr wertvoll. Diese Antikörper sind in den ersten paar Tagen ab Geburt in sehr, sehr hoher Konzentration. Die Konzentration fällt dann ab, aber sie besteht weiterhin über viele, viele Monate, solange man das Baby noch weiter stillt. Ich betone in diesem Zusammenhang, dass der Hauptschutz in den ersten paar Monaten eigentlich durch das Blut der Plazenta, also über die Nabelschnur gekommen ist. Und dieser verlängert sich sozusagen, man gibt dem Ganzen eine Verlängerung, solange man das Kind noch weiter stillt. Die dritte gute Nachricht ist folgende. Das Immunsystem des Babys, was ja zum Anfang ja komplett unreif ist, fängt von der ersten Minute an zu arbeiten und zu lernen. Man muss sich ja vorstellen, dass im Inneren, also im Mutterleib, solange das im Prinzip die Blase noch nicht gesprungen ist, befindet sich das Baby in einem absolut sterilen Umfeld. Das ist total steril, es gibt dort keine Viren und keine Bakterien. Und sobald es nach außen kommt, wird es allen Viren und allen Bakterien ausgesetzt, die sich in der ganz normalen Außenwelt befinden. Also wenn man jetzt meine Haut anschauen würde oder unter dem Mikroskop, findet man dort wirklich Millionen von verschiedenen Bakterienstämmen und auch Viren, die dazugehören, etc., etc., etc. Und das Baby-Immunsystem fängt im Prinzip sofort an zu arbeiten. Also nach 24 Stunden weiß es bereits sehr viel mehr als in der Sekunde nach der Geburt. Die Antikörper, die das kindliche Immunsystem dann bildet und die Blutzellen, die sozusagen lernen, aha, dieses Bakterium, dieses Antigen, dieses Virus, diese wiederum gehen nicht verloren und die gehen auch nicht kaputt. Das Immunsystem lernt selber und das ist sozusagen dann immer besser und immer eigenständiger und immer stärker. An diesem Punkt möchte ich anknüpfen und da kommen wir wirklich im Prinzip zum Thema Nummer 1, was wir machen können, zum Helfen.
Das erste ist also unbedingt unser Baby nicht in einer Glasschale aufbewahren. Das sieht zwar am Anfang eigentlich gut aus, also es wird tatsächlich länger dauern, bis es krank wird, wenn man es ja nicht anfasst und niemand es besuchen kommt, etc. etc. Aber im Grunde genommen ist es vergebens. Es ist eigentlich unmöglich, das Kind auf ewig hinaus vor allen Krankheiten zu schützen. Es wird irgendwann krank, wir sind nicht daran schuld. Und es geht eigentlich nur darum, dass wir es davor beschützen, signifikant, also wirklich stark krank zu werden und ernsthaft krank zu werden. Dementsprechend vermeiden wir Menschenansammlungen zu Grippezeiten, vor allem im Winter, und sorgt auch dafür, dass wenn die erweiterte Familie dann zu Besuch kommt, dass man es nicht gerade irgendwie dem Onkel mit dem Husten auf den Arm gibt und sagt, nein, also jeder, der irgendwie verschnupft ist oder hustet, sollte nicht zu nah an das Baby rankommen. Zweites Thema: unbedingt regelmäßig rausgehen an die frische Luft. Kinder brauchen frische Luft, sie brauchen Bewegung, wir brauchen das natürlich ebenfalls. Also im Prinzip kommt es uns allen zugute. Also es ist wirklich äußerst wichtig, dass man auch mitten im Winter, auch wenn es draußen kalt ist und das Wetter nicht toll ist, vernünftig gekleidet, zumindest für eine kurze Zeit täglich rausgeht an die frische Luft. Dritte Maßnahme, die eigene Immunabwehr fördern. Im Prinzip dafür sorgen, dass wir gesund bleiben oder möglichst gesund bleiben, damit es umso unwahrscheinlicher wird, dass wir etwas nach Hause schleppen und unserem Baby dann weitergeben. Dementsprechend nicht nur Kaffee trinken und nicht nur irgendwie Sandwiches aus dem Supermarkt essen, sondern dafür sorgen, dass wir selber gut und viel frisches Gemüse und frisches Obst essen und wirklich echte gute Nahrung. Viele Hülsenfrüchte, viele Nüsse. Wenn wir dann Kohlenhydrate zu uns nehmen, möglichst viel als Vollkornprodukte, und Tierprodukte meiden, beziehungsweise einfach nicht so viel Fleisch, nicht so viel tierische Produkte und möglichst wenig bis keine Fertigprodukte. Dementsprechend sorgen wir dafür, dass wir möglichst gesund bleiben, und das hilft unserem Kind ebenfalls. Wir sollten uns regelmäßig bewegen, regelmäßig an die Sonne gehen, auch mal ein bisschen was ausziehen, wenn es nicht irgendwie allzu regnerisch ist. Denkt an das wichtige Vitamin D, wir kommen dann später nochmal dazu. Vierte Maßnahme, Baby stillen. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie ein Riesenkapitel aufmachen. Die meisten sind darüber sehr, sehr gut informiert, wie wichtig das ist, und wir haben auch schon bereits darüber gesprochen, früher im Video. Fünftes Thema, an das weniger Leute denken, ist, wie wichtig ein regelmäßiger Tagesablauf, sprich ein guter oder möglichst guter Tag-Nacht-Rhythmus, regelmäßige Mahlzeiten und möglichst gute Schlafqualität sind für das Immunsystem. Ich rede jetzt nicht über die ersten Wochen oder die ersten paar Monate, die bei vielen, vielen Familien ein absolutes Chaos sind. Obwohl auch da sagt man, probieren Sie möglichst, dass Tag und Nacht voneinander klar abzugrenzen sind, dass es wird dunkel in der Nacht und hell am Tag. Die Hormone verstehen das. Es gibt diverse Rezeptoren, die Helligkeit und Dunkelheit wahrnehmen, und ein guter Hormonzyklus ist davon sehr stark abhängig, sehr, sehr ungesund, wenn der Körper nicht verstehen kann, ob es Tag oder Nacht ist. Wann ist die Zeit, wann ist die Nacht, wann ist die Zeit für Regeneration und wann ist Tag? Dementsprechend Zeit für Aktivität, Essen, Verdauen, Lernen, Kommunikation. Oder das sind zwei verschiedene Zeiten und verschiedene Dinge, und der Körper geht damit sehr gut um, wenn er im Prinzip wahrnehmen kann, was jetzt was ist. Die Babys müssen das noch lernen, aber die können das eigentlich mit unserer Hilfe sehr gut lernen. Das tut uns ebenfalls sehr gut. Wenn man das nicht einhält, chaotische Tage hat, chaotische Nächte hat, chaotische Mahlzeiten hat, dann hat man einen Körper, der total durcheinander ist, überhaupt keinen Rhythmus hat, keinen guten Schlaf erlebt und erfährt, sich nicht gut regenerieren kann, ständig am irgendwas am Herumverdauen ist, weil es keine sozusagen Fastenzeit gibt in der Nacht. Ich rede jetzt auch von uns, nicht nur vom Baby dann später, oder? Klar, oder am Anfang wird es in der Nacht noch trinken, sozusagen noch weiter verdauen. Aber es geht jetzt um die gesamte Familie und auch später, wenn das Baby dann nicht mehr so, so klein ist. Ein chaotisches Dasein ist sehr stressig für den Körper und sehr schlecht für das Immunsystem. Also wir probieren, möglichst Rhythmus und Regulation hineinzubringen. Auf welche Art auch immer, häufig sagt man wirklich mit dieser Regulation von Helligkeit und Dunkelheit. Das ist das eine, was wir machen können. Das Simpelste, wenn man so sagen will. Und das Zweite sind regelmäßige Mahlzeiten. Das sind so die zwei Anfangstipps, die ich euch geben kann. Und danach geht es dann weiter. Das sechste und siebte Thema, hier reden wir über die Vitamine. Als erstes komme ich zum Vitamin D, was sich als sehr, sehr wichtig herausstellt für die Immunität und für die Immunabwehr. Und das Vitamin D ist eigentlich in dem Sinne kein echtes Vitamin, sondern
gleicht eher einem Hormon. Das heißt, wir können das teilweise selbst synthetisieren und das sollten wir auch möglichst machen, weil das eigene, also im Prinzip das selbst synthetisierte Vitamin D viel, viel besser ist als eingenommenes Vitamin D. Das heißt, wenn immer möglich, an einem warmen Ort das Baby leicht begleitet, sprich nur im Body oder nur in der Windel, wenn es richtig schön warm ist, innen der Sonne aussetzen, damit es selbst auch Vitamin D bilden kann. Und ich empfehle grundsätzlich vor allem in der Winterzeit, wenn man wirklich sehr häufig sehr stark bekleidet ist und nur das Gesicht oder die Hände rausgucken, dass sowohl Baby als auch Mutter Vitamin D bekommen und einnehmen. Damit können wir im Prinzip versichern, dass weder Baby noch Mami, die ja Vitamin D auch über die Muttermilch dem Baby gibt, in einen Vitamin D-Mangel hineinrutschen, was ganz schlecht wäre für die Immunität und auch für andere Lebensbereiche. Weitere Dinge, die sehr, sehr wichtig sind für die Immunität, sind Vitamine A, C und C und der Zink, was ja kein Vitamin, sondern ein Spurenelement ist. Und hier empfehle ich grundsätzlich dann nicht irgendwie ständig zu irgendwelchen Sirups oder Pillen zu greifen, sondern möglichst zu versuchen, die über die Nahrung aufzunehmen. Das ist sowieso immer besser. Und das geht bei diesen Sachen sehr, sehr gut. Ich erwähne jetzt hier einfach mal die wichtigsten oder besten Nahrungsmittel, je nach Vitamin. Um gut Vitamin A einzunehmen, also Beta-Carotin, empfehlen sich Karotten, Möhren, Süßkartoffeln, Melonen, Aprikosen, alles gefärbte Nahrungsmittel, Spinat, Brokkoli und Kürbisse. Ganz viel Vitamin C gibt es in allen Zitrusfrüchten, sprich Zitronen, Limonen, Orangen, Mandarinen, Clementinen, Grapefruits. Dann geht es weiter mit Kiwi und Erdbeeren, wenn sie gerade in der Saison sind. Sehr viel Vitamin C, was nicht ganz so viele Leute wissen, haben rote und grüne Paprika, also die Salatpaprika, die frische, die wir essen. Die haben enorm viel Vitamin C drin. Und ebenfalls sehr gut für Vitamin C sind Kohlsorten, Brokkoli und Blumenkohl. Um Zink einzunehmen, empfehlen sich Hülsenfrüchte, alle möglichen Bohnen, Linsen, Fava-Bohnen etc. etc. Viel Zink ist ebenfalls in Nüssen enthalten und auch in tierischen Produkten und Meeresfrüchten. Achtes Thema, damit wir uns nicht ganz vergessen, ist die gute Hydratation. Also der Flüssigkeitshaushalt muss in einem guten Zustand sein für eine gute Immunität. Also das gilt nicht nur für das Kind, das gilt auch für uns. Muttermilch ist immer gut, damit fange ich ja schon mal an. Und wenn Muttermilch nicht mehr die einzige Flüssigkeit ist, die das Kind einnimmt, einfach immer daran denken, wir sollten unseren Kindern möglichst früh beibringen und auch mit gutem Beispiel vorangehen, dass man durchstillt mit Wasser oder ungesüßtem Tee. Es ist ein großer, großer Fehler, den ich ganz, ganz oft sehe, ist, dass Kinder in diversen Familien gelernt haben, ihren Durst zu stillen mit Säften, Capri-Sonne und ähnliches und mit Fertigmilchen. Entweder im Karton oder in der Büchse oder wie auch immer. Also das ist ein großer Fehler, das gilt nicht, das ist nicht Wasser. Und Coca-Cola ist in dem Sinne auch nicht Wasser und sollte auch nicht irgendwie das sein oder Limo, das sein, was die Kinder irgendwie als allererstes trinken, wenn sie durstig sind. Und neuntes Thema, eigentlich selbstverständlich, sorgen wir grundsätzlich dafür, damit unsere Kinder geschützt werden vor Krankheiten und vor Viruserkrankungen, dass die Schleimhäute nicht angegriffen werden durch Zigaretten oder Pfeifenrauch. Also grundsätzlich sagen, auch wenn Leute zu Besuch kommen, Großeltern, die bei sich zu Hause eventuell rauchen, wir rauchen einfach nicht in der Wohnung oder nicht im Haus. Bitte rausgehen auf den Balkon und dort rauchen. Das war's also von mir. Das sind die 9 wichtigsten Sachen. Ich rekapituliere noch ganz, ganz kurz. Termingeborene Babys bringen bereits einen sehr guten und effektiven Nestschutz mit für die ersten Monate. Das Stillen verstärkt das Ganze und hilft dann weiter. Und das kindliche Immunsystem, obwohl unreif, wird ab dem ersten Tag dazu lernen und wird jeden Tag Stück für Stück stärker. Ist also nicht einfach dieses ungeschützte Kind, was überhaupt nichts kann und Ewigkeiten nichts können wird. Wir sollten unsere Babys, wenn möglichst, stillen, nicht in eine Glasschale aufbewahren, mit ihnen regelmäßig rausgehen an die frische Luft und für regelmäßige Bewegung sorgen und ebenfalls für unser eigenes Immunsystem sorgen, damit es möglichst unwahrscheinlich wird, dass wir unserem Baby etwas geben. Ein regelmäßiger Tagesablauf mit gutem Mahlzeitrhythmus ist wichtig, möglichst früh, dass der installiert wird. Das ist sehr gut für das Immunsystem und auch sehr wichtig, dass der Schlaf als Regenerationszeit da ist, damit der Körper und das Immunsystem zur Ruhe kommen kann und lernen kann für den nächsten Tag. Die wichtigsten Vitamine für das Immunsystem sind Vitamin D, haben wir besprochen, Vitamine A und C, mehr über die Nahrung und
Zink ebenfalls mehr über die Nahrung einzunehmen. Als Vitamin D, wo wir grundsätzlich empfehlen, im ersten Lebensjahr mindestens, dass sowohl Mutter als auch Kind da noch zusätzlich etwas Vitamin D zu sich nehmen und dann auch auf Eigenproduktion achten. Und last but not least, dafür sorgen, dass wir alle gut hydriert bleiben, unsere Babys ebenfalls, anfangs mit Muttermilch und später im Prinzip darauf achten, dass die Hydratation nicht mit irgendwelchen Säften oder irgendwelchen Milchen oder irgendwelchen Fertigsachen gewährleistet wird, sondern wirklich mit Wasser ohne alles und mit ungesüßtem Tee. Auch wichtig, dass wir selbst irgendwie mit gutem Beispiel vorangehen und dafür sorgen, dass unser Baby und unser Kleinkind nicht Zigarettenrauch ausgesetzt wird. Das war's also für heute von mir. Wenn ihr diese Sachen möglichst gut einhalten könnt, habt ihr schon enorm viel dafür getan, dass euer Kind möglichst spät und möglichst schwach und möglichst wenig krank wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.